Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung auf dem Kanal Multiplayer. So, und bevor es mit der Mordvorstellung losgeht, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch zu sagen hätte. Und zwar geht es um die Videos, die in letzter Zeit gekommen sind. Nämlich um gar keine. Es sind nämlich in letzter Zeit überhaupt keine Videos gekommen. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Einerseits gibt es ja Attack of the B-Team. Das würden wir mega gerne, würden wir das weiter hochladen. Und wir haben ja auch noch ganz viele Folgen, haben wir schon im Voraus aufgenommen. Also, naja, nicht ganz viel. Wir haben halt immer für eine Woche im Voraus aufgenommen, dass wir dann immer über die Woche abwechselnd die Folgen hochladen können. Allerdings hat der David jetzt das Problem, dass er irgendwie keine Videos mehr hochladen kann. Ich kann euch ja mal erklären, wie genau das ist. Vielleicht weiß ja irgendjemand, wie man das beheben kann. Hatte das Problem auch schon mal oder was weiß ich. Vielleicht weiß das ja von euch jemand. Das wäre wirklich mega, mega gut. Denn dann könnten wir auch mal Attack of the B-Team weiter hochladen. Das würde uns mega freuen. Also, falls ihr da was wisst, schreibt es in die Kommentare. Und zwar ist es so, der David lädt, also ich erkläre es euch das ja so, wie er es mir erklärt hat. Und zwar ist es so, er lädt ein Video hoch, ganz normal, steht da so und so viel von so und so viel Prozent hochgeladen, ne? Wie das halt so ist, wenn man ein Video hochlädt. Und dann auch ganz normal kommt dann irgendwann ein Video, wird verarbeitet, geht dann hoch auf 100%. Und dann, wenn das fertig ist, ist ja normalerweise das Video fertig hochgeladen. Und wenn man dann auf den Videomanager geht, ist dann das Video eigentlich hochgeladen. Man kann einen Titel und so bearbeiten. Und dann braucht man nur noch auf öffentlich stellen, dann ist das Video online. Allerdings ist das da so, dass wenn das mit den wenn das Video verarbeitet ist und das dann auch fertig ist und es eigentlich hochgeladen wäre, aber man dann auf den Videomanager geht, ist das Video einfach verschwunden. Es ist einfach nicht hochgeladen. Wir haben echt keine Ahnung, woran das denn bitte liegt. Wir haben schon einiges ausprobiert, das zu beheben, aber wir haben es einfach nicht hinbekommen. Also wie gesagt, es wäre mega gut, wenn da jemand eine Behebungsmöglichkeit kennt. Ja, das ist zum einen der Grund, warum kein Attack auf die B-Team gekommen ist. Ein anderer Grund, warum keine Mordvorstellungen gekommen sind, ist halt Zeitgründe, ne? Was soll man machen? Ich hatte echt überhaupt keine Zeit. Außerdem wollten wir auch vorletztes Wochenende wollten wir eigentlich Multiplay aufnehmen. Aber das ist so ein klein wenig in die Hose gegangen. Und zwar ist halt erst der Gast ist viel zu spät gekommen, aber naja, kann ja mal passieren, ist nicht so schlimm. Allerdings war der David dann schon weg und hatte keine Zeit mehr, als er dann doch noch gekommen ist. Und dann ist der, den wir uns organisiert hatten, für die Spiele zu starten und so, der ist auch nicht gekommen. Und ja, dann ist das halt alles in die Hose gegangen, hat nicht funktioniert, das Multiplayer aufnehmen. Ich hoffe, wir können das demnächst mal machen. Und ja, deshalb kommt jetzt mal wieder eine Mod-Vorstellung. Demnächst kommt auch noch ein weiteres Video. Ich verrate aber noch nicht, was es ist. Es ist ein neues Projekt, was dann startet. Allerdings ist das noch nicht so ganz fertig aufgenommen. Werde ich wahrscheinlich heute auch noch machen. Und ja, da könnt ihr euch ja schon mal drauf freuen, ne? Und dann höre ich jetzt mal auf zu labern. Das waren ja fast 5 Minuten, Alter. Naja. Dann wollen wir jetzt auch gar nicht weiter labern und wir fangen mit der Mod-Vorstellung an. Und zwar habe ich die Autoswitch-Mod für euch. Eine zwar sehr, sehr kleine Mod, aber doch mega praktisch. Und ja, es ist halt einfach eine Mod. Dafür gehe ich am besten mal in den Game Mode 0. Es ist eine Mod, mit der man direkt, wenn man einen Block zum Beispiel abbauen will, dann genau das richtige Item dafür auswählt. Ihr seht das hier, ich bin im 9. Slot unten in der Leiste. Und wenn ich jetzt hier diese Erde abbauen will
und jetzt zuhauen würde, dann würde ich ja normalerweise die Hand dafür nehmen, weil ich ja eben im 9. Slot bin und nicht die Schaufel ausgewählt habe. Aber diese Mod macht das, wie gesagt, automatisch. Also wenn ich jetzt hier anfange, Erde abzubauen. Alter. Geht ja mal mega schnell hier. Genau, wenn ich jetzt hier anfange, Erde abzubauen, seht ihr, wählt die sofort die Schaufel aus. Und wie ihr hier gesehen habt, ich bin hier auf den Quarzblock gekommen und sofort hat der hier die Spitzhacke ausgewählt, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Ich habe hier jetzt nochmal ein bisschen Effizienz drauf getan, damit das nicht zu lang dauert, das Abbauen. Hier auch, wenn ich auf Stein komme, mega schnell baut das hier, geht das direkt auf den Slot rüber und baut das ab. Und wenn man dann fertig ist, geht es wieder auf den Slot zurück, wo man vorher war. Und wie gesagt, das geht mit jedem Werkzeug, hier auch mit einer Schere zum Beispiel. Oder hier bei den Blättern auch mit der Schere. Oder, was auch mega praktisch ist, es geht auch mit Schwertern. Ihr seht jetzt, hier ist dieser Zombie. Und wenn ich ihn jetzt normal mit der Hand schlagen würde, bräuchte ich ja mindestens 10 Schläge dafür, um den zu töten. Uah. Bräuchte ich ja mindestens 10 Schläge, den zu töten. Aber hier, er wählt sofort das Schwert aus. Und ich brauche nur 3 Schläge, wo ich normalerweise 10 Schläge brauchen würde. Da er, wie gesagt, mit dem Schwert zugeschlagen hat. Ein mega praktisches Feature ist auch, dass er erkennt, was das beste Item ist, was man im Inventar hat. Ihr seht jetzt, ich habe hier 3 Schwerter im Inventar. Einmal ein Diamantschwert mit Schärfe 1. Schärfe 5. Dann ein ganz normales Diamantschwert und ein Eisenschwert. Logischerweise ist ja dann das Diamantschwert mit Schärfe drauf das beste Schwert, was man haben kann. Und er wird dann jetzt nicht zum Eisenschwert gehen oder zum ganz normalen Diaschwert. Nein, er wird das Schärfe 5 Diamantschwert auswählen. Ja. Ihr habt gesehen, er hat das Schärfe 5 Diaschwert ausgewählt. Also er erkennt sofort, was das beste Item ist, was man haben kann. Oder auch wenn ich hier jetzt eine ganz normale Schaufel hätte, eine Spitzhacke, und jetzt hier zum Beispiel den Boden anfange abzubauen, er nimmt sofort die Spitzhacke mit Effizienz drauf. Und ja, ich finde, das ist so mega praktisch. Falls ihr das mal ausstellen wollt, aus welchem Grund auch immer, müsst ihr einfach F10. So klug wie ich war, habe ich jetzt F10 gedrückt und die Aufnahme beendet. Deshalb gab es hier gerade einen kurzen Cut, auch wenn es sein kann, dass man ihn jetzt gar nicht bemerkt hat. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war. Aber. Ach, jetzt bin ich ja reingelatscht. Ich bin ja auch ein Kluger hier. Ja, passt. Was wollte ich sagen? Genau, wenn euch der Autoswitch mal stört und ihr den ausmachen wollt, dann müsst ihr einfach auf F10 drücken, was ich jetzt nicht nochmal tun werde, weil sich sonst die Aufnahme wieder beendet. Und wir sind ja noch gar nicht richtig ganz fertig. Und deshalb, bevor ich jetzt noch irgendeinen Mist mache, würde ich sagen, kommen wir noch ganz schnell zu der Bewertung. Die Bewertung. Ich gebe der Mod ganze 10 von 10 Punkten, weil sie einfach wirklich mega praktisch ist. Und ja, genau, weil ich es natürlich durch den Cut vergessen zu sagen habe, ist, dass die Mod auch im Multiplayer funktioniert. Allerdings nützt das, glaube ich, nicht so viel, weil die Mod noch auf der 1.7.2 läuft und noch nicht auf der 1.7.4 oder was auch immer gerade die neueste ist. Aber ich denke, sobald die geupdatet ist, ist das mega praktisch, denn es funktioniert dann, wie gesagt, auch auf dem Server. Ich weiß nicht, ob man das unter Cheaten zählen kann, denn es ist ja eigentlich so etwas, dass man dann viel schneller das richtige Item in der Hand hat und überhaupt nicht mit dem falschen Item zuschlagen kann in Survival Games oder in irgend so was, was weiß ich. Denn ich denke, das ist genauso eine Grauzone, wie der Beta Sprinting Mod früher mal eine war. Aber ja.
Ich fände es auf jeden Fall mega praktisch, wenn das geupdatet würde und ich das auf dem, und man das auf dem Server benutzen könnte. Das wäre es eigentlich von dieser Mod gewesen. Ist eine recht kleine Mod, aber wie gesagt, mega praktisch. Da sind wir auch schon auf der Endcut. Links kommt ihr zu der letzten Mod-Vorstellung und rechts kommt ihr zu dem eben erwähnten Video, wo ich natürlich nicht, immer noch nicht sage, was es denn ist. Da könnt ihr draufklicken, sobald es veröffentlicht ist. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.